Heute steht die längste Etappe der Zeitreise an. Ich starte rechtzeitig und fahre 330 Kilometer ausnahmsweise auf der Autobahn, bis ich mein Ziel erreiche, Düsseldorf am Rhein. Ich fahre direkt durch bis zu den Rheinterrassen und finde dort einen spektakulär gelegenen Stellplatz für meinen Bulli direkt am Rhein mit Sicht auf die Brücken und auf den Schiffsverkehr. Eines der Wahrzeichen von Düsseldorf ist der 240 Meter hohe Rheinturm mit einem drehbaren Restaurant. Am Rheinufer sind zahlreiche Bierkneipen und Imbissstände entstanden. Auf der Freitreppe am Burgplatz hat man einen herrlichen Blick auf den Rhein und die vorbeiziehenden Schiffe. Und hier nochmal der Wohnmobilstellplatz, wobei das Blau und Gelb meines Bullis immer heraussticht neben dem doch etwas langweiligen Weiß der anderen Wohnmobile. Düsseldorf hat mich als Stadt sehr angenehm überrascht. Die Innenstadt mit der Königsallee hat hervorragende Einkaufsmöglichkeiten, tolle Grünanlagen, schicke Hotels. Die Stadt hat Flair, die hat Charakter. Beim Bummel durch die Innenstadt merkt man, hier wird sehr viel Geld verdient, aber auch sehr viel Geld ausgegeben. Nicht umsonst ist Düsseldorf eine der bekanntesten Finanzplätze in Europa.